Ein wunderschönen guten Tag, ich grüße euch alle. Ich bin heute ein bisschen Fortnite, weil das Endgame rennt mir sonst weg. Die Challenge geht irgendwie nur noch 3 Tage, 22. Ich bin jetzt einen Tag zu Hause und dann fahre ich ja schon wieder weg. Und ich war ja auf Rügen die Tage und Sonntag schaffe ich das, glaube ich, nicht mehr. Und deswegen müssen wir uns heute dieses Abgenube hier anschauen. Ich hatte kurz überlegt, Mechanic Simulator zu spielen und dann sah ich aber bei Fortnite 3 Tage, 22 Stunden. Ja, da muss ich jetzt mich irgendwie durchbeißen. Wieso läuft das, wenn es nicht dein Geschmack ist? Ich war mir nicht sicher, ob es mein Geschmack ist. Ich habe mir bei Monster Cat so eine Content Creator License gekauft. Und das ist jetzt irgendwie ein Titel, der in keine Ahnung wie viele Stunden released wird und als Gold Member, da muss ich direkt an Austin Powers denken. Kann man das schon früher anhören? Und habe ich kurz angehört, die ersten 20 Sekunden, ja, klingt gut. Und eigentlich war es ja auch gut. Ne? Also, alle chicky. Ey, Lütke, grüß dich. Hallo Antje, hallo Lütke, hallo Niesmuschel und hallo Tanis. Hallo. Doch, ich bin zurück. Ich bin seit einer Stunde etwa zu Hause und morgen Mittag geht's dann nach Hannover und am Wochenende bin ich bei Sperre und Muschel. So, wo ist denn hier das Spiel? Da ist das Spiel. Zack. So. Wir gucken uns heute hier Endgame an. Ich möchte unbedingt diesen Gleiter haben, dieses Avenger. Den Avenger Quinjet, der sich sogar tarnen kann. Da müssen wir ein bisschen was machen. Aber ich muss jetzt erstmal nochmal nach Mucke gucken. Radio. Was ist denn das hier? Mixcloud. Nee, ich will nicht nix Mixcloud. Ich will ja Monster Cat. Lustig, wie der Fahrradmitnahme abspielt. Monstercat Episode 27. Keine Ahnung. Embrace Mix. Monstercat Nummer 6. Machen wir mal an. Und dann schauen wir mal, was passiert. Bah, Endgame-Modus. Viel Erfolg. Ja, danke, Max. Danke. Wenn du magst, kannst du gerne mitspielen. Aber ich glaube, du bist da nicht so ein Freund von. Hattest, glaube ich, am letzten Freitag schon gesagt. Nee, das ist mir nix. Und deswegen muss ich jetzt alleine spielen. Ah, das ist okay. Hallo, Mr. Ulle, grüß dich. Ja, bitte was reinflechten. Ich wusche dem Tanis am Samstag durch den Vollbart. Ist die Frage, rasiere ich mich oder nicht? Hallo, Sühne, grüß dich. Wie gesagt, hallo, Ulle. Wo ist der Fisch? Na, der steht doch da in der Mitte mit einer riesen Axt. Ach, du meinst als Avatar, warum spiele ich den nicht? Ich wollte mal was anderes nehmen. Ist die Mucke eigentlich zu laut? Aber geht schon ab, ne? Dreh ich mal noch ein bisschen runter.
Oh, was hat sie denn hier? Ein Regenbogen? Ach, das ist von diesem Set von St. Patrick's Day, oder? Wie war es auf Rügen? Schön. Ich bin Dienstag hingefahren. War Dienstagnachmittag dort. War wunderschönes Wetter. Gestern waren wir viel unterwegs. War viel geschlossen am 1. Mai. Die auf der Insel haben noch nicht ganz Saison und deswegen kann man da nicht so viel machen. Aber es war trotzdem schön. Und heute ging es wieder zurück. Ist ja super, wie sich die Musik überlagert. Mann, ey, warum hat denn der Modus jetzt Musik? Jetzt hat er wieder keine Musik. Leute, ich kann so nicht arbeiten. Utz, utz. Runter. Max, du Schwein. Ich hab die Familie besucht und nicht irgendwelche Typen aufgerissen. Mann, 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 Mann. Sie dreckiges Schwein. Danke für den Host, Herr Ulle. Ich würde gern höher. Naja, geht auch. Gibt es hier nicht noch irgendwo Kisten zu finden? Irgendwie nicht. Haben sie alle versteckt? Irgendwo da ist Thanos in die Richtung. Siebzehn gegen 8. Ja. Das wird richtig gut. Ruckelt das nur bei mir so komisch, das ist Thanos Spielweise. Ich glaube, das Spiel als solches ruckelt so ein bisschen. Vielleicht ist meine Maus auch zu zittrig eingestellt. Thanos Spielweise. Na, wie gesagt, die Maus ist sehr. Sonst ist mir die zu langsam. Wenn die einen Maxuka bei den 8 haben, dann gute Nacht. Na, mal gucken, ne? Ruckelt echt seltsam, ne? Das ist der Superhelden-Modus, genau, dieses Endgame. Du hast halt so ein paar Superhelden-Fähigkeiten
Iron Man Handschuhe oder die Axt von Thor. Hawkeye war ich irgendwie noch nicht. Krass, richtig Partymusik kennt man gar nicht von dir. Ich hoffe, sie ist nicht allzu laut. Ich habe einfach mal ein Monster Cat Album angemacht. Sag mal, wo sind denn die Gegner? Musik ist passend. High Sense Pro. Ja, richtig krass. Wie du siehst, treffe ich auch sogar die Hütte auf 2 Meter Entfernung. Helene Fischer wäre besser. Nein, die kann ich dir nicht bieten. Also bei mir auf den Ohren ist sie lauter als bei euch, glaube ich. Ich habe in the OBS habe ich das jetzt auf minus 7,8 dB. Ich glaube, das ist okay. Thanos ist halt ein verkannter Superheld. Ich nehme das wieder zurück. Wieso nimmst du das zurück? Wieso denn? Ich hab doch ihn mitgerissen. Weil du gestorben bist. Ja, aber der Gegner, einer der Gegner ist auch gestorben. Das gehört halt dazu, als Superheld. Wie, du wohnst bei mir um die Ecke? Hast du dir eine WG angeguckt in der Nähe? Da werde ich mich richtig freuen. Man sieht mir die Freude sogar ins Gesicht geschrieben, gerade, glaube ich, oder? Macht deine neue Klapse auf? Was? Wie gemein. Aber lustig. Oh, hier ist noch eine Axt. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob da eine neue Klapse aufmacht. Könnte sein. Aber ich denke eher, er zieht in eine WG. Oder eine eigene Bude, weiß ich nicht, wo Alena wohnen will.
Schneewittchen haben auch dabei. Welche Challenge möchtest du diese Runde schaffen? Keine, wie es aussieht. Also momentan so ein bisschen. Also ich habe ja noch keine von den Challenges fertig. Das heißt, egal was ich mache, ich müsste eigentlich ein bisschen vorwärts kommen damit. Oder? Sehe ich das richtig? Nein, ich ziehe zu Max in den Keller. Ach so? Aber der ist dann ja nicht fertig ausgebaut, der Keller. Wo denn? Wo denn? Wo sind die Schweine? Irgendjemand hat mich angegriffen. Auto-Aim. Wofür habe ich das denn? Okay. Nichts Neues. In the Chat, alles gut. Ist sie das? Nein. Plüschnil fährt Niesmuschel. Wir haben es letztens umgeschrieben von UE auf Ü. Aber das wird dann auch entsprechend leise sein, weil ich ja, glaube ich, den kompletten. Den kompletten Sound leise gemacht habe. So ein blöder Sack. Oh, Land at Salty Springs. Mit IE. Das wird mit I geschrieben nur. Nicht mit IE. Glaube ich zumindest. Pferd. Genau, mit L-H-R-T und P. Da ist schon wieder der Drecksack. Boah, Nahkampf ist vielleicht nicht so gut. Schwindel nicht, Lütke. Mein Schreibtisch war heute nass. Schönes, klebriges Red Bull. Hast du die Dose Red Bull umgeschmissen? Wie hast du das denn gekriegt? Warum hast du denn das gemacht? Hast du hier gespielt, um was so aufgeregt?
Ich sehe nicht, wo die Gegner sind. Da hinten. Das Plüschnilpferd fährt mit der Autobahn, genau, auf der Autobahn. Fährt mit dem Zug nach nirgendwo. Oh, er ist scheinbar tot. Muschel, hast du frei? Die Muschel hat frei, ja. Bis Sonntag durchgängig, seit Mittwoch, glaube ich, oder? Ich glaube, die waren im Kino auf einem Konzert. Weiß ich gar nicht, ob sie auf ein Konzert gehen. Ob das noch angedacht ist. Vielleicht Samstag mit Benny. Wir kriechen es noch leiser, warte mal. Wobei, es ist ja leise. Ba, 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 ba. Vorbereitungszeit für den Besuch. Müssen die sich da vorbereiten auf uns? Nee, oder? Die Musik war eh schon sehr leise. Fand ich angenehm. Passt das so oder soll ich es wieder runterschrauben? Dann sind halt die Audio-Hooks auch sehr leise, ne? So. Haben wir hier schon was gemacht? Okay. Collect Infinity Stones. Und ich muss jetzt mal mit der Axt abgehen. Mit der Axt und mit dem Schild, wenn wir es finden. Ja, alles gut. Wir brauchen die Audio-Hooks nicht. Hab frei zum Aufräumen und so. Muschel, warum lässt du den Besuch nicht aufräumen? Verpackt das in ein Spiel. Ja, super Idee. Das mit dem Handy zählt lebenslang. Es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, einen Counter einzurichten, wo das immer pro aktiver Session drin steht, dass man sagt, in diesem Stream hat er schon so oft aufs Handy geguckt, insgesamt schon 20 Millionen Mal. Aber genullt wird es, glaube ich, nur, wenn ich es aufs Null setze, wobei ich noch nicht genau weiß, wo. Ist kein Konzert, sondern ein Vortrag von Dr. Marc Benecke. Wann ist der Vortrag? Simon Beckett. Was? Simon Beckett. Simon Beckett. Ich glaube, Thanes würde gerne mal auf ein Goethes Erbenkonzert. Nein, danke. Ich hatte ja letztens die Möglichkeit. Aber nein, das ist nicht so meins.
Soll ich schon wieder die Handschuhe? Ich will die doch nicht. Schmeiß doch mal die Waffe weg. Sechzehn gegen sechs. Warum sind denn das immer so unterschiedliche Zahlen? Max, und warum lachst du dich da so drüber kaputt? Warum ist das... Warum findest du das lustig? Weil es nicht ausgeglichen ist, schätze ich mal, oder? Ich habe gestern ein Hörbuch von Simon Beckett zu Ende gehört. Es war irgendwas mit Forensik. Ah ja. Ah, endlich. Ey, hallo Herr Honk. Grüße Sie. Lust auf Apex? Wir können gerne mal Apex spielen, ja. Nach dem Stream, wie lange hast du neue Zeit? Leute, die im Thanos-Team sind, sind viel zu schwach, deswegen gehen die meisten dann einfach. Ja, 16 zu 6 ist halt echt nicht so geil. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber warum werden denn so wenig Fieslinge in die Teams gepackt? Ist ja random, was du bist, aber warum füllt das System dann nicht ordentlich auf? Das verstehe ich halt nicht. Ist das hinter dem Berg? Das ergibt gar keinen Sinn. Nicht so lange, morgen Mathe-Abi. Ach so, ja, dann wird es vielleicht schwierig. Also ich mache jetzt bestimmt noch so 2 Stunden erstmal Fortnite. Oh. Hier, willst du die? Ah, wenn du wegrennst, ist dein... Da hast du Pech. Auf jeden Fall vielen Dank und viel Erfolg dir morgen bei Mathe-Abitur. Und sind jetzt auch ein bisschen Apex. Ah, okay, na dann viel Spaß. Viel Spaß, viel Freude und bis demnächst. Aber warum leben die denn? Das verstehe ich nicht. Wollen die alle nicht Fieslinge spielen, sondern nur die Guten? Liegt wahrscheinlich auch daran, dass du deine Challenges für bestimmte Sachen fertig haben willst. Und die dann deswegen sagen, nö, ich will jetzt nicht Miesling spielen. Jo, bis dann. Schönen Stream. Die Fiese. Alles gelesen. Hanuta! Voll leise! Alles klar, viel Spaß beim Aufräumen. Oder rumräumen. Bis demnächst. Oder bis später. Wie du alles hast, du den Hammer nicht. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich muss ja auch mit dem Schild ein bisschen Schaden machen. Aber irgendwie sind keine Spieler da.
Also keine Gegner, aber wir sind 16 und die sind 6. Das ist schon ein bisschen ziemlich arschig. Da drüben geht's ab. Na, die sind schon beschäftigt woanders. Das ist das Problem. Da bei Thanos hängen die bestimmt mit rum. Dass sie wenigstens ein bisschen Überlebenschance haben. Es können jetzt übrigens 16 Leute in eine Lobby. In eine Lobby? Wie meinst du das? Hier bei dem Modus oder... Oder war Thanos? Oder da ist Thanos relativ nah. Wow. Ja, bei mir sind auch schon irgendwie zwei geliefte oder disconnected jedenfalls. Sehe ich gerade, also in meinem Team. Die Musik ist echt speziell, ja. Wie gesagt, das ist so eine Playlist von Monster Cat. Und manchmal sind schöne dabei, aber manchmal sind auch so andere Lieder dabei. Aber die ist halt durch diese Content-Creator-Lizenz abgesichert. Wie sagt man? Man ist dann nicht mehr hier Verbrecher. Weniger Verbrecher als vorher. Ich treffe hier ja nichts. Wo ist denn hier jemand? Auch hinter mir. Okay, Schildschaden habe ich genug gemacht. Sing doch einfach für uns, dann bist du auch kein Verbrecher. Na doch, dann richte ich ja Schaden an, also körperlichen Schaden. Ich kann ja gleich mal eine andere Playlist dann machen, in der Hoffnung, dass es besser wird. Keine Ahnung. Nach der Runde, ne? Gibt's neue Mucke.
ist schon wieder tot. Ich wurde erschossen. Und die Zahl unter dem Handschuh ist die Anzahl der Helfer, die er hat, bis er keinen Nachschub mehr kriegt? Oder wie sieht das aus? Kann man das so bezeichnen? Achso, es gibt kein, ich kann, werd nicht mehr wiederbelebt. Wundere mich schon. Ja, das ist natürlich nicht so gut, ne? Wenn es auf 0 ist, kommen keine Steine mehr. Und die haben keinen Respawn mehr. Aber ich habe ja jetzt scheinbar auch keinen Respawn mehr, ne? Also ich bin ja, da oben steht ja jetzt No Respawn. Irgendwie bin ich jetzt tot. So, was haben wir denn noch? Monster Cat. Was auch immer. Was ist das denn hier zum Beispiel? Ist bestimmt genauso schlimm. Weil sie alle Steine eingesammelt haben. Ah, der Handschuh ist voll. Das fällt mir jetzt auch gerade auf, dass da überall Steine dran sind. Ich möchte doch keine Werbung hören. Ah, es ist ein Podcast. Ja, kein Wunder. Kein Wunder, dass sie dann da auch labern. Mann, ey. Wer auch immer da jetzt gerade wieder labert. Hi everyone. Welcome to Call of the Wild. An exploration of sound with the latest electronic music. So, was muss ich machen? Schaden mit der Axt? Schaden, während ich das Jetpack benutze. Deal damage with 10th of grappling with within 10 seconds of grappling with, ah, nach 10 Sekunden des Grapplens muss ich Schaden machen. Aha. Okay. Hey guys, what's up? Welcome back and stop blabbering and let me hear the music, please. December coming up, so get your Christmas trees up, your mistletoe, dreidels, whatever you need to get excited, because we've got a big month of December coming at you. Next week is the 2017 staff picks, where we all get to say a little bit about our favorite track from the year, the one we've been grooving to. It's gonna be so much fun. But for today, let's get the show on the road. So much fun. Yeah.
Der Drecksack. Ich habe 5 Euro jetzt gezahlt, um einen Monat lang die Musik während meines Streams und meinen Videos theoretisch auf YouTube abspielen zu können, ohne dafür geflaggt zu werden. Angeblich. Ich konnte meinen Twitch und meinen YouTube-Kanal eintragen. Und also ja. Sag bitte nein, sag bitte nein. Nein, bitte sag nein. Sag nein, bitte. Aber ich werde mir das, glaube ich, nach dem Monat dann wieder sparen. Weil es ist leider nicht so Ambient und Space Hintergrundmusik und so weiter, wie ich mir gewünscht hatte. Ich dachte, ich habe so ein bisschen weniger Dubstep und Metal. Na, Metal ist es ja nicht, Techno und so ein Kram. Ist halt alles nicht so meins. Also nein, Max, ich habe dafür kein Geld gezahlt. Wie das zum Holzsammeln in einem einzigen Match zählt, ist ja lustig. Man kann die, glaube ich, auch so abspielen, die Musik, ne? Das ist völlig egal. Aber dann wirst du trotzdem geflaggt. Diesmal ist es ausgeglichener mit 16 zu 13. Oh, an der Wand abgerutscht, schade. Komm runter, du Schwein. Wie ich keinen Schaden gemacht habe. Bei der Musik fühlt man sich ja wie bei Benny. Fehlen nur noch 10 FPS. Oh, guck mal, die markieren hier sogar, was noch übrig ist. Sehr schön. Soll ich andere Musik reinmachen, Max? Stresst dich das zu sehr? Ich möchte nicht, dass du gestresst bist. Ach, 10 FPS vor allen Dingen, nicht BPS, nicht Beats per Minute, sondern die FPS. Jetzt hat er es kapiert. Hat ein bisschen gedauert. Aber 60 habe ich auch nicht. Utz, 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 utz.
ist er. Tot! Entschuldigung fürs schwere Atmen. Und hast du den Modus jetzt eigentlich schon durch, Max? Oder hast du den irgendwann eingefroren und gesagt, nö, mach ich nicht? Mach nie weiter. Den Riesengleiter nicht. Ich hätte den schon gerne. Brauchen tue ich den auch nicht. Brauchen tut man den gar nicht. Aber ich hätte ihn gerne. Schirm jeder Gleiter. Schirm besser als jeder Gleiter. Ah. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Fuck. So weit kommt es noch, was? Ja.
Ja, ich habe Thanos einmal erwischt. Ich muss gleich hier Chat lesen, aber gerade ist gerade Action. Shit, Respawn ist auf, das ist nicht gut. Lasst mich doch mal in Ruhe. Oh, tot. Muss morgen erstmal einen Großeinkauf machen. Der Besuch wird wieder den ganzen Kühlschrank leer futtern. So weit kommt es noch, nix da. Bringt der Besuch denn nix mit? Ich bring Erdbeermarmelade mit von Rügen. Wie Thanos schon wieder Stressflecken im Gesicht hat. Wo denn? Ich sehe die kaum. Nee, da ist gar nichts. Ist halt ein aufregendes Spiel. Ach, das ist dieser Rune, ne, von dem letztens einer im Stream sprach. Immer noch 25%, was soll das denn? Ich krieg den Gleiter nie. Wo ist der echte Max? Ich weiß auch nicht, ob ich den neuen Battle Pass kaufe. Wenn da nichts wirklich Gutes dabei ist, setze ich aus. Ich weiß auch nicht, was mit dem Max los ist in letzter Zeit. Wurde er gehackt? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. So, ich bin mal kurz auf Klolette. Bin gleich wieder für euch da. Ich lasse auch Mikro an, ne? Bis gleich. Und Handy lasse ich hier. Oh, ich flieg ja schon runter. Nicht so gut. Wo bin ich denn? Hallo. Ah, da. Na? Hast du genug von den Challenges? Ja, kann ich auch verstehen. Irgendwann reicht's ja auch. Ich meine, du hast jetzt schon 8 Seasons. 7. 6 gespielt. Pipi. Pipi-Counter. Nein, nein.
Nein, nein. Ah, super, der Schild bringt mir ja richtig viel. Na geil. Ich brauche hier Kisten. Mit dem Schild habe ich doch schon alles. Nee, oder? Scheibenkleister. Hier ist auch nichts. Oh Leute. Kann nicht euer Ernst sein. 19 gegen 10, immerhin, aber trotzdem. Ist das der Dortnite Donnerstag? Hallo Herr Sparrow, grüß dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Max, du hast jetzt nicht wirklich einen Klo-Counter gemacht, oder? Aber Max, es reicht doch, wenn die zählen, wie oft ich aufs Handy gucke und wie oft ich, was war eine andere Counter? Aber jetzt auch noch die Pissoirs, war schon einmal auf seinem Thron. Oh nee, noch ein Schild. Scheiße. Warum spielt der Max nicht mit? Der mag den Modus nicht und es ist nicht Freitag. Deswegen. Zu noobig. Klo 600. Ey, Shy Guy, vielen Dank für deinen Host. Max, mach den auch mal auf 60. Obwohl, 600 kann man den eigentlich lassen, weil ich gehe ja nicht alle 15 Minuten pinkeln. Stimmt. Das passt. Das sind Tarnis neue Freunde. Was denn, wo denn, wer denn? Aua! 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 Fuck. Bei Dünnpfiff, ja. Da muss man dann mindestens 15 Minuten warten. Bevor man den Thron besteigt. Haare war das andere. Jetzt fällt es mir wieder ein, wo ich mir so den Haaren rumfummel. Es gibt auch einen Audiohook Haare. Audiohook vor allen Dingen. Command Haare. Oben links in der Ecke neue Freunde. Olo, Efe und Fu sind meine neuen Freunde. Ja. Bart. Ich kann ja so ein Audiohook, Mann ey, was ist mit mir los heute? Ich bin völlig durch den Wind. So ein Counter machen, wie lange ich schon mich nicht rasiert habe. Und immer wenn man den auslöst, dann kriegt man die Anzahl der Tage, Stunden und Minuten und so weiter, die ich mich schon nicht mehr rasiert habe. Ich muss den nur dann immer aktuell halten. Haben wir hier noch irgendwas? Nö, ne? Hier oben? Nö, auch nicht. War super. Läuft. Boah, voll meine Mucke. Ey! Ey, ihr seid zu zweit, ihr Schweine. Du dreckiges Schwein, ihr wart doch nicht zu zweit. Glaube ich.
Hier ist schon leergeräumt. Scheiße. Ich brauche was anderes. Ich muss mit den anderen Sachen Schaden machen. Stirb, Tarnis, stirb. Hallo, Scheingeil, grüß dich. Du fieses Schwein. Wie geht's dir? Ich hoffe, da gut. Hallo, haben Sie hier vielleicht noch einen Hammer von Thor oder eine Axt oder irgendwie einen Bogen vielleicht noch? Und wenn Herr Tarnis im Spiel aufs Klo geht? Ja, ich bin voll Captain America gerade. Also zumindest habe ich sein Schild. Das ist eine gute Frage. Aber im Spiel ist ja das Thema Scheißhaus eigentlich selten gegeben, oder? Nein! Ich wäre fast gefallen. Wie bist du da hingekommen? Ich bin gefallen. Ah, da sind die Handschuhe, super. Ah, kann man mal mitnehmen, dann ist man ein bisschen mobiler damit. Ja. Sound the alarm in my heart. Dreckiges Schwein, die spreng ich weg. Stirb! Stirb! Es gibt keinen Fallschaden. Warum trägst du das Schild von Batman? Seit wann hat denn Batman ein Schild? In my heart, sound the alarm in my heart. Oh. Oh. La, 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 la. Oh, hier ist noch eine Schatzkarte. Ah, die hat der sich schon geschnappt. Nein! Warum nimmst du mir meine Schatzkarte weg? Shy, no dance. No chance. No dance. Er ist halt Superheld. Iron Man Arme. Ist schon klar. Ja, guck doch mal. Hier. Das sind die Iron Man Arme. Das sind die Arme von ihm. Ja, okay. Vielleicht auch nur die Handschuhe. Mann, wieso haben sie mich denn jetzt schon wieder zerhackt? Ich denke nicht, Sparrow. Okay, seit wann trägst du das Schild von Green Lantern? Schlimmster Superheldenfilm, finde ich, wo gibt. Gab's was Schlimmeres als Green Lantern? Ich weiß es ja nicht. Ich würde sagen, nee, eigentlich nicht. Hier hast du nochmal. Nochmal in die Fresse, ja. Flieg, Eierenzwerg, flieg. Wie war ja 1. Mai? Habt ihr. Oh, da ist eine Schatzkarte. Oh, da ist ein Gegner. Habt ihr den schön verbracht? Habt ihr Spaß gehabt? Ich habe gehört, es gab kaum noch irgendwelche Querelen. Also hier Steine schmeißen und Autos anzünden war irgendwie dieses Jahr nicht mehr so angesagt. Was ich gut finde. Hallo, jetzt musst du auch schon mal treffen. Schnell aufheben. Ja, ja, Bogen aufheben. Den habe ich noch mitgenommen, du dreckiges Schwein. So bin ich wieder am Rumwuseln. Hab Balkonpflanzen gepflanzt und dann glaub ich war hier noch
glaube ich. War nur noch auf der Couch und am Essen. Ach, du hast. Ja. Du hast zu Pfingsten Balkon gemacht und auf der Couch rumgelümmelt und so. Ja, das ist okay. Würde ich sagen. Und der Heuschnupfen hat mich im Griff gehabt. Und der Herr Heuschnupfen vor allen Dingen, sorry. Der Heuschnupfen hatte ich im Griff gehabt, das ist natürlich nicht so geil. Heuschnupfen ist scheiße. Heuschnupfen ist doof. Ich musste das ja zum Glück noch nicht so wirklich mitmachen. Wobei, man ist ja nie so wirklich frei von Allergien. Allergien. Ich weiß nicht. Vielleicht erwischt es mich auch irgendwann mal. Muss jetzt los. Ich danke euch. Bis dann. Hab einen schönen Donnerstag. Schade, dass du beim Dortnite Donnerstag nicht dabei sein kannst. Aber das ist okay. Glaube ich. Okay, die hätten wir auch gemacht. Respawning is now off. Oh oh. Oh, da oben schießen sie. Kannst du vergessen? Dreckiges Schwein. Lasst mich. Ach, ihr geht heute zu dieser Lesung, ne? Heute war das, oder? Falls nicht, trotzdem viel Spaß. Yes. Ich muss lernen, wie man die verbirgt. Die Blutspuren? Jetzt. Oh oh. Oh oh. Oh, da wurde ich von Thanos weggebrutzelt. Aber richtig weggemacht hat er mich. Let's get the Roko going oder so. Was hat sie gerade gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Ohne Punkt und Komma, da kenne ich noch jemand. Oh, der hat hier das Star-Lord-Outfit. Richtig gut. Richtig gut. So, was muss ich machen? Mit der Axt werfen Schaden. Eliminations in different games. Win match of endgame versus Shitaro or Thanos. Na, muss ich erstmal Fiesling sein, bevor ich das machen kann.
Also Axt noch und das war's, ne? Axt und dann Laser, ja. Also. Wir kennen alle den Berlin-Player, Herr Thanes. Nein, ich meinte eigentlich jemand anders, aber der redet, glaube ich, auch viel. Wie läuft eigentlich Ihre Fortnite-Karriere, Frau Lüttke? Gute Frage. Ich glaube, das war ihr nach 5 Minuten schon zu nervig. Aber ich hoffe, dass sie es weitergespielt hat irgendwie. Bis dann, Herr Sparrow. Oh, ich bin Fiesling. Geht hier voll ab. Was für schöne Füße ich auch habe. So, dann machen wir die 2 Stunden heute voll. Also noch bis 18.20 Uhr. Und dann haben wir es für heute mit dem Stream. Und dann bin ich auch erst wieder am Montag da, denn morgen bin ich in Hannover bei meinem Psychologen. Und am Samstag fahre ich zu Sperre und Muschel. Muschel und Sperro. Und da sind wir, glaube ich, erst abends wieder da. Der Benny und ich in Berlin. Und deswegen gibt es dann erst Montag einen Stream. Aber Montag gibt es gar keinen Stream. Weil Montag ist Game of Thrones. Also Dienstag. Und da spielen wir dann drüber Brook weiter. Und am Donnerstag nächste Woche. Ja, am Donnerstag nächste Woche. Haben wir die 3. Folge von Life is Strange. Elite! Ja, Shy Guy, das spiele ich off-stream. Aber werde ich jetzt die nächsten 3 Tage auch nicht zukommen. Heute noch ein bisschen nachher. After the stream. Wie läuft's denn in Elite eigentlich, Herr Shy Guy? Alle die gut soweit? Bist du zufrieden? Fortnite braucht niemand, Elite braucht niemand. Killtrap, grüß dich. Oder? Habe ich richtig ausgesprochen? Doch, mehrere Millionen Leute. Brauchen und spielen ist ja nochmal ein Unterschied. Brauchen tun wir vieles nicht.
Aber machen tun wir trotzdem viel. Yes. Ah, 78,3 Millionen monatliche Spieler. Wie viel hat Elite? Wenn es viel sind, vielleicht 10.000? Ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wie viel in Amerika noch spielen. In Deutschland sind es, glaube ich, kannst du die an zwei Händen abzählen, leider. Aber ist halt so. Jetzt mir die Bäume alle wegmachen, das ist irgendwie scheinbar eine Wochenaufgabe. So. Ich bin unterwegs, El-Cheffe. Wo sind die Schweine? Wo sind die Superhelden? Oh. Oh, Max, was war denn da los? Killtrap war ein Troll? Danke fürs Löschen der Nachrichten. Denke mal, das hatte seinen Grund, oder? Und auf Wiedersehen, Killtrap. Frau Muschel will mit, Frau Muschel, was ist mit Elite? Schönen Abend noch. Und bis später. Spätestens bis zum Wochenende. Ich glaube, Frau Muschel spielt keine Elite. Bin mir nicht sicher. Vielleicht spielt sie ja heimlich und ist schon Level 50.000. $1000 donaten, wenn du nächstes Solo-Game gewinnst. Wollte dir 500... Ach so. Oh mein Gott. Ja, vielen Dank fürs Wegmachen. Muschel spielt nur gute Spiele wie Hausflipper. Ja, das stimmt. Er hat da einen gewissen Anspruch an Qualität, nicht so wie ich. Shy Guy mag Hausflipper, ne? Erinnere ich mich richtig. Der liebt das abgöttisch, dieses Spiel. Hat er mich weggeaxt. Ich atme gerade durch eine Papiertüte. Shy Guy, es tut mir so leid. Haare richten, ne? Die müssen immer gut liegen im Stream. Scheiße mit denen. Wie Steine muss ich zerstören? Ach du Scheiße.
Was für lustige Quests sie sich ausgedacht haben. Muschel mal wieder am Brexiten. Ja, das können wir hier alle sehr gut. Nicht so gut wie ich, aber doch schon sehr ähnlich. Hat er mich weggehämmert. Aber richtig. Du musst die Steine einsammeln. Nein, das sind andere Steine. Max. Hier, die Steine muss ich kaputt schießen. Genauso wie die Bäume muss ich die zerstören. Wahrscheinlich soll man die eigentlich abbauen, aber in dem Spielmodus ist es super. Habe ich so eine Wumme. Wer kam eigentlich auf die blöde Idee, die Rücktaste über die Enter-Taste zu setzen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist das so schlimm? Schön machen sie das, Herr Thanes. Mit dem Sterben. Stirb, Thanes, stirb. Der Scheige. Die fiese Möb, wie er sich wegfreut. Jedes Mal, wenn ich einen Löffel abgebe. Das ist wieder ein schönes Lied. Das mag ich. Ich habe schon viel von Thanes gelernt. Schwindeln, Brexiten, er ist ein guter Lehrer. Oh Mann. Oh mein Gott. So, was müssen wir noch machen? Zwei Matches noch als Avengers und zwei Matches als Böse. Und noch jemanden abknallen. Deal Damage while flying with the Chitauri Jetpack. Ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Scheinbar nicht. Und die Axt noch. Und Infinity Steine sammeln müsste ich auch noch. Gucken, ob ich das hinkriege. Nur rumalbern. Blurk, Fortnite, Herr Silent, ich grüße Sie. Ja, es tut mir leid, dass Sie wieder Pest oder Cholera angeboten kriegen hier. Nun bin ich wirklich weg. Ja. Bis demnächst oder bis gleich. Kaiser Gandhi ist ein Burger. Das ist zumindest hier im Spiel. Mit einem Pommes-Rucksack und die Soßen am Gürtel. Zwei Monate Y.
the fuck? Herr Silent! 2 Monate! Mann, das waren meine Steine, jetzt hört er mal auf. Vielen lieben Dank für deine Subskription. Ich spiele auch mal wieder. Was willst du denn sehen? Hausflipper, ne? Oder war es Car Mechanic Simulator? Jetzt bist du zusammen mit der Antje auf dem Platz 1, was die Subs angeht. Voll krass. Gekotzt. Oh, wer? Icke gerade? Nee. An den neuen Emoticons bin ich dran. Ich kann ja schon 3 insgesamt haben, aber irgendwie kriege ich Pauline nicht so zu greifen. Muss sie mal weiter nerven. Ey, Nick, grüß dich. Ach, darf man dir auch mal endlich subscriben? Ja, seit neuestem, seit dem 1. April. Vielen lieben Dank. Thank you very much. Wo waren jetzt hier? Ah, da. Herr Potter. Nick spielt in letzter Zeit nur noch Division. Der ist, glaube ich, süchtig. Hier wird Ihnen Content geboten. April, April. Klar wird hier Content geboten. Scheiße. Episch. Nächsten Monat gibt's ein neues Sub-Badge. Ja, mit ein bisschen mehr Farbe. Man sieht kaum den Unterschied. Das erste ist komplett farblos. Und dann gibt's... ich glaube, das Gesicht, die Hautfarbe kommt als erstes. Und dann kommt irgendwann das T-Shirt dazu. Und dann kommt die Mütze. Ich glaube, das ist das Auffälligste, weil die ja so gelb ist oder orange. Und am Ende hat der Hintergrund noch Farbe. Blöcke schon seit 2 Stunden. Ja, hattest du was gesagt? Falls ja, sorry, dass ich dich vielleicht überlesen habe. Ey, Dennis, grüß dich. Ah ja, welcher Content? Na hier, dieser hochwertige Gaming-Content. Was ist denn das für eine Frage, Dennis? Selber schuld. Woran? Nee, nee, alles gut, war stumm. Okay. Gewiss hören Sie auf den Tarnisbot, Herr Tennis. These 2 things to do are the final things to do. Get off your computer and go the heck outside. Aber ich war doch die letzten 3 Tage outside. Ich war doch with the family on the wunderbare Insel Rügen. Jetzt muss ich ein bisschen streamen und spielen. Und morgen bin ich doch schon wieder outside. Pro Elite Gamer. Ja. Wie lange müssen wir ihn heute zusehen? Sie müssen noch bis 20, nee, bis 18.20 Uhr. Also etwa 20, 25 Minuten. 2 Stunden mache ich. In Summe. Und 1 Stunde 30, 1,35 haben wir. Kriegst du das hin? Wie Destroy Rocks im Master 25? Wie kann es denn jetzt 35 sein? Da ist doch ein Bug im Spiel. Oh. Hm. So lange noch? Ja.
Warum bleibst du nicht nur eine Nacht auf Rügen? Stimmt nicht, ich war 2 Nächte auf Rügen. Ich bin Dienstagabend gefahren. Oder Nachmittag. Nee, Vormittag. Und Nachmittag war ich da. Und am Donnerstag zurück. Ich habe also von Dienstag zum Mittwoch und von Mittwoch zu Donnerstag da geschlafen, Dennis. Du sollst nicht lügen. So lange noch. Seid ihr ready, Herr Tennis? Nächsten Donnerstag, Life is Strange? Ja. Episode 3. Freue ich mich schon drauf. Ist in meinem Streamplan schon drin. Freue ich mich sehr. Freue ich mich schon richtig drauf. Was ist hier passiert? Klingt der wie bei Enno. Ja, ich weiß. Ich habe ein bisschen Monster Cat Musik an. Und gerade geht's richtig ab. Jermaine. Was ist denn hier passiert? Ist ja wie bei Enno. Ich kann das Monster Cat Abo wieder nicht, also deabonnieren, löschen, beenden. Silent. Es klingt ganz besonders. Nee. Silent, du Verrückter. Vielen lieben Dank für diesen geschenkten Sub an den Max. Klingt ganz besonders. Oke Finoke, grüß dich. Maxi Brudi, Pock. Ein Sub for you. Thank you very much, Bro. Oke Finoke, wie geht's dir? Alle Dude? Was ist eigentlich dieses Pock? Wofür steht denn das? P-O-G. Bin ein bisschen alt. Ich weiß nicht, was die damit meinen. Bitte helfen Sie mir. Ich bin, naja, in Gefahr bin ich nicht, aber ich verstehe es halt nicht. Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief. Wo sind denn hier Gegner? Ah, da war einer, oder? Boah, da kam der Riesenstrahl von Thanos. Ist ein Better Twitch TV Emote. Hallo Herr Thanos, Sie spielen Fortnite, haben Sie noch einen Platz frei? Hallo Sarah, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. Sie müssen ihn aktivieren, Herr Thanos. Was muss ich aktivieren? Pock. So, jetzt muss ich lesen, wofür Pock steht. Sarah, ich mache nur noch eine Viertelstunde. Das lohnt sich nicht. Das ist so ein Mund. Aber was soll mir das sagen? Ich mache jetzt noch eine Runde. Maximal 2. Also die und noch vielleicht eine. Und dann bin ich raus. Dann hab ich genug von Fortnite Endgame. Warte mal, da ist so ein Stein. Schon wieder Schluss? Warum das denn? Ja, weil 2 Stunden müssen reichen. Find ich. Ich kann den Stein gar nicht aufheben. Ich bleib, ich bin ja ein Jutter. Bin ja gar kein Böser. Los! Auto-Aim! Wieso? Gachibas wäre auch episch. Kenne ich auch nicht. Keine Ahnung, was er damit meint. Du streamst doch sonst auch 5 Stunden. Ja, das stimmt schon. Manchmal schaffe ich auch 5 Stunden, aber meistens sind es 3. Ich bin jetzt nach Hause gekommen und freue mich und dann sowas. Ja, du kannst doch bestimmt noch mit 2, 3 anderen Leuten Fortnite spielen. Das hab doch nicht nur ich, Sarah. Frage mal den Enno. Der spielt es auch sehr gerne. Sorry.
Tut er natürlich nicht. Enno ist mehr auf Elite und da will ich nachher auch noch hin, deswegen heute nur 2 Hours. Es sei denn, ihr wollt noch eine dritte Stunde Fortnite, dann spiele ich natürlich auch noch die dritte Stunde Fortnite. Aber eigentlich nicht. A emote found on Twitch, often used when a streamer does something cool. This emote can only be seen if you have the Chrome extension Better Twitch TV. Mhm. PogChamp. Aber eine direkte Beschreibung, also wenn jemand was Cooles macht. Die Musik wäre ähnlich. Die Musik bei Enno? Ja, die wäre auf jeden Fall ähnlich. Ja, das stimmt. Also ist eigentlich bereits eine feste Aussage. Und lässt sich nicht widerrufen. Wie, dass Enno das Spiel nicht gerne spielt? Also hier Fortnite? Oder dass ich demnächst Feierabend mache? Ich würde sagen, sowohl als auch. Manchmal aber nicht. Nur dienstags. Oh oh. Wo ist er? Lass mich in Ruhe. Thanos muss sterben. Ah, ist schon tot. Mulle spielt auch gern Fortnite. Vor allen Dingen Mulle. Der heißt Ulle, verdammt. Ulle. Lernt es endlich mal. Ich glaube, der spielt auch gern mal mit, aber ich denke, momentan ist er wie viele andere auch im Elite Dangerous Fieber. Und vielleicht spiele ich ja auch gleich noch eine Runde Division mit Jermaine. Wer weiß das schon, wenn er Zeit und Lust hat. Oh, da hängt einer. Frau Lüttke doch auch. Früher mal ja. Aber mittlerweile spielt sie, glaube ich, nicht so wirklich gerne Fortnite mehr mit. Sag mal, okay. Den haben wir so gepflückt, wie auch immer. Warum hing der da fest? Verstehe es nicht. Frau Ostermann streamt, bin kurz 5 Minuten weg, alles klar. Viel Freude mit Frau Ostermann im Stuhl von bestimmt Orange Morange, oder? Die sitzt doch bei dem. Ist doch seine Liebhaberin, habe ich gehört. Boah, tot gemacht haben sie mich. Oder sie spielen endlich Resident Evil 2. Jermaine geht jetzt leider zum Sport. Ach, da war ja noch was, habe ich ganz vergessen. Viel Freude und Erfolg with the Sport, Herr Jermaine. Habt ihr keine Waffen in dem Modus? Na, man kann so 2 Gewehre hat man am Anfang, eine Shotgun und ein Gewehr, aber man hat ja die Superhelden-Dinger. Guck mal, ich habe hier Gewehr und Shotgun, aber die Handschuhe von Iron Man machen einfach deutlich mehr Schaden. Es gibt noch die Axt und dann gibt es auch noch, neben der Axt gibt es auch noch ein Schild von Captain America. Und den Bogen von Hawkeye gibt es auch noch. Die Musik ist aus. Der wechselt die Damen wie Unterwäsche. Na, vielleicht zieht er die gar nicht erst an, die Unterwäsche. Der reibt sich an den Damen und dann direkt nächste. Aber meinst du, die sind zusammen, Dennis? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Der geht um mit Frauen wie mit filterlosen Zigaretten. Wo waren das? Helge Schneider irgendwer, aber das ergibt gerade gar keinen Sinn. Der benutzt Frauen wie filterlose Zigaretten. Na, irgendwas, was war das denn? Mehr als 72 Stunden zusammengehängt. Zusammenhängt, der ist zusammen. Wer mehr als 72 Stunden zusammenhängt, der ist zusammen. Dennis, jetzt störe nicht die Träume von Benny und Sebastian. Ich glaube auch, dass die zusammen sind.
Alter, cool, was ist das für ein Spiel? Schuko TV, das ist ein Modus in Fortnite genannt Endgame, wo man entweder die Superhelden aus Marvel spielt, die Fähigkeiten von denen hat, oder Thanos und die Bösen. Und ich habe gerade die Handschuhe von Iron Man und kann damit mit Aim-Hilfe auf die Gegner schießen. Also auf die Bösen. Ich sehe zwar nicht aus wie Iron Man, aber ich bin Iron Man. Wir sind zusammen, Maxoka. Wegen der Ja, das ist schön. 1510 Stunden. Das war bitte einer klippen. Und das auch. Aber der Popo von Thanos ist nicht so meins. Ja, Schuko, falls du Fortnite spielst, guck mal rein. Da gibt es, wie gesagt, diesen Modus und da kannst du ja, diesen Modus spielen. Gibt sogar eine Belohnung. Die nächsten 3 Tage hast du noch Zeit, dir so einen Gleiter zu besorgen. So, letzte Runde. Und dann bin ich raus. Streamst du Fortnite eigentlich? Frau Sarah, streamst du Fortnite? Machst du heute den Stream eventuell noch an? Vielleicht? Jo, sehr gerne. Schoko und noch einen schönen Donnerstagabend. Voll fies, Herr Tarnes. Ich habe vor ein paar Tagen Fortnite gestreamt und da direkt einen Chicken gemacht. Echt krass, bist ja richtig gut. Dann bist ja richtig krass gut. Ich habe noch keinen Chicken gemacht. Lonely Lodge muss ich landen. Okay. Dann lande ich mal Lonely Lodge gleich. Der Popo von Thanos. Habe ich was verpasst? Thanos, nicht Thanos. Thanos mit U. Wieso? Was soll das werden? Hier wird erst geschaut, ob man der Fortnite-Gruppe beitreten kann oder wie. Ich glaube, du kannst nur Freunden beitreten. Und da wir, glaube ich, bei Fortnite noch nicht befreundet sind, geht das nicht, oder? Lüge nicht, wir haben schon zusammen mindestens 5 Chickens. Ja, aber ich habe daran nicht aktiv mitgewirkt, Herr Max. Das hast du gemacht, alleine und manchmal auch zusammen mit dem Benny. Aber ich habe damit nie was zu tun gehabt. Ich war schon lange tot, wo der Chicken kam. Nee, nee. Du sollst nicht Lügen sagen. Herr Max, wir hatten darüber geredet. Hannes, jetzt hör doch endlich auf zu lügen. Ich meine nicht Nicknames austauschen, sondern würde in der heiligen Gruppe mitspielen zu dürfen. Würde ich in der heiligen Gruppe mitspielen zu dürfen? Welche heilige Gruppe meinst du denn? Ist die einzige Gruppe, die mir durch den Kopf geht, ist bei Elite unsere Gruppe. Basti, dann musst du das aktiv mal üben. Nee, üben bringt bei mir nichts. Das habe ich schon sehr oft gemerkt. Das bringt bei mir wirklich nichts. Ich werde nicht besser. Ich bin schlecht. Wie soll ich das alleine schaffen? Wie sollte ich das alleine schaffen? Ja, Max, für dich weiß ich da auch leider keine Lösung, ne? Also du bist halt schlecht. Kein Skill, kein Aim, da kann man nicht mehr viel machen.
Das ist halt Hopfen und Malz verloren. Also da brauchen wir ja nicht länger drüber nachdenken. Das ist alles verschwendete Zeit. Deswegen auch keinen Battle Pass mehr kaufen. Das lohnt sich einfach bei dir nicht. Das ist verschwendetes Geld. Upsi, warten. 17 gegen 20 vor allen Dingen. Diese heilige Gruppe beinhaltet nur eine wichtige Person. Das sind Sie, Herr Thanes. Nein, ich bin keine wichtige Person. Wie gesagt, Sarah, wir können gerne mal zusammen zocken. Aber das ist erstmal die letzte Runde für mich heute. Morgen fahre ich schon wieder weg. Bin ich wieder 3 Tage on the street. With friends on the way. Und ja, jetzt werde ich gleich noch ein bisschen Elite Dangerous, glaube ich, spielen. Oh, hier ist Lava. Oh, mir tut die auch weh. Okay. Boah, mit der Axt hat er mich erwischt. Ticket nach New York ist schon gebucht, Dennis. Was denn für ein Ticket nach New York? Max, wie dicht bist du schon in 3 Millionen? Basti, was ist mit dem Bild von Future Man im Discord? Du sollst die Serie gucken. Der Boden ist Lava. Kaum ist das Twitch Money, da ist er nur noch unterwegs. Einfach abgehoben. Das stimmt doch gar nicht. Max, das stimmt nicht. Das war schon viel früher gebucht. Als die Twitch Money. Mann. Twitch Money, ja. Yeah. Also wie gesagt, guck dir die Serie mal an, Dennis. Die könnte dir gefallen. Es ist eine Nerd-Serie. Da geht es um einen Gamer, der die Welt retten muss. Und es kommen sogar noch riesige Geschlechtsteile drin vor. Und ich dachte, die Mischung müsste eigentlich dir zusagen. Das ist so deine Welt. Wäre ich doch reich und gut aussehend. Ja. Leider bin ich nur gut aussehend. Nee. Aussehen und Geld ist nicht alles. Frau Sarah. Bitte Sie, das zu akzeptieren, wahrzunehmen. Naja, Sie wissen schon, was ich meine. Hab keinen Amazon-Schissel. Ja, dann wird's schwer, das zu gucken. Dann weiß ich nicht, wie du das machen kannst. Einfach bei... Oh Mann, Leute, ich wollte mir gerade den Stein holen. Einfach bei Leuten mitgucken, die das haben. Bei Frauen reicht gut aussehen ja schon zum Reichwerden. Arm, scheiße Aussehen und scheiß Charakter ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Na, stimmt. Was denn das hier? Max, hier ist schon wieder irgendwas, was ich noch nie gesehen habe im Spiel. Das erinnert mich an die Station da. Was bauen die denn da zusammen? Naja. Wie der Max schon sagt, seitdem das Twitch-Money fließt ohne Ende, bin ich nur noch am Verreisen. Oh. Mann, ey, dieser scheiß Axt-Arschkrampen-Wichser. Schon das zweite Mal mich weggemacht. Schieß doch mal was ab. Ja, ich versuch's doch. Verdammt.
verdammte Axt, ey. Wo sind denn die ganzen Weiber? Na, ich, wenn, dann sind das doch, Boys. Und nicht Weibers bei mir. Ja, sicher, auch wenn der Stream nicht läuft, Werbung läuft immer super. Ja, die ist immer, dafür ist immer genügend, Performance da. Boys. Black Boys, sagt mal, Leute. Ah, schön. Mann, ey, lass mich in Ruhe. Boah, dieses Weggehämmer, ich kann's nicht mehr. Sugar Daddies, ich hau mich gerade weg. Black Boys und Sunny Boys. Ich weiß auch nicht, wovon die reden, Sarah. Nur Homos hier. Ja, ziemlich viele Homos. Nicht nur, aber schon einige. Kakao Boys. Kacke Boys habe ich gelesen, aber Kakao meinst du? Nein! Nein! Oh, der hatte nur noch einen Lebenspunkt. Hättest du mich mal mitgenommen, Herr Thanis, dann hätte ich dich protected. Ich brauche keine Hilfe, ich schaff das alleine. Sieht man ja. Läuft wunderbar. Mann, Captain America, der zeitgleich auch noch Iron Man ist. Leck mich doch am Schuh. Nee. Oh, fuck. Oh. Ah, bin ich eine gewisse Ausrichtung? Na, jetzt bin ich verwirrt. Hat der Thanis eine gewisse... Jeder hat eine gewisse Ausrichtung. Und ich mag lieber die Wiener als das Brot. Da gibt's doch diesen... Wie heißt denn dieser Film? Sausage Movie? Nee, wie hieß denn der mit... Wo so um... Wie Abilos nicht spielt, der Drecksack. Dachte, ich bin das. Sausage Party, genau. Und ich bin das Brötchen, aber ich bin nicht verliebt... Nicht das Brötchen, ich bin die Wurst, aber nicht verliebt in das Brötchen, sondern in eine andere Wurst. Den kenne ich gar nicht. Ja, klar. Natürlich kennst du den, Dennis. Silent, das stimmt nicht. Das ist gelogen. 2000 Schild und 2000 Lebenspunkte hat er. Er versucht, den Stein zu holen, aber er ist, glaube ich, ganz alleine. Ja, er ist alleine. 18. 18 Leute gegen ihn. Oh mein Gott. Ja, war schön. Jetzt sind sie mir noch viel unsympathischer, Herr Thanis. Ach nee, sympathischer. Entschuldigung. Ja, sorry. Hab ich falsch gelesen. Es tut mir so leid. So, wir haben einen neuen Rucksack bekommen irgendwie hier da. Und das Avenger-Logo. Aber ich hab die... Ich glaube, ich schaff das nicht, Max. 1, 2, 3, 4, 5. 3 brauche ich noch. Ich muss noch mit der Axt Schaden machen. So, das heißt 3 Tage, 20 Stunden. Bis wann geht denn das dann? Bis Freitag? Bis Sonntag? Heute ist Donnerstag. 3 Tage wäre Freitag, Samstag, Sonntag. Das geht ja bis Montag noch. Da kann ich ja Montag noch spielen. Und Sonntag. Um mir diesen Gleiter zu holen. Der ist voll cool, wie der da reingeflogen kommt und so unsichtbar ist. Zip. Montag 14 Uhr. Muss ich Montag mich krank melden, damit ich das zu Ende spielen kann. Als ob ich das machen würde.
Silent, für Dennis noch ein Asia-Boy. Oh Mann, nein, ich bin ehrlich, ich krieg sowas nie mit. Aber es jetzt zu wissen, aber nicht lange am Montag. Ich hab schon den Gleiter. Im Wald datteln? Nee, im Wald kann ich keinen Fortnite spielen. Ich werde gucken, dass ich Sonntag, wenn wir nach Hause fahren, abends noch ein bisschen Fortnite spiele und zumindest 3 von diesen Herausforderungen noch mache. Das heißt, als Hero-Team gewinnen, als Thanos-Team gewinnen und dann vielleicht noch Schaden mit der Axt oder so. Sonntag ist dafür noch genügend Zeit, glaube ich. Und wenn nicht, kriege ich den halt nicht, diesen wunderschönen Gleiter. Dann ist es halt so. So, Freundschaftsanfrage haben wir gekriegt. Turtle Sarah. Aha. Aha. Ich will auch einen Gleiter. Du meinst aber was anderes, Dennis, du Schwein. Du meinst einen anderen Gleiter. So, Gesicht wieder nach oben geschoben. Keiner will mit mir spielen. Nein, Sarah, aber jetzt gerade nicht. Also ich will gerade nicht spielen. Ich habe 2 Stunden jetzt Fortnite gemacht. Und jetzt gehe ich mal kurz in die Küche, steck mir noch ein paar Nudeln in den Mund. Und dann werde ich mal schauen, was der Enno macht und der Rest so bei Elite. Ja. Ja, ich glaube, das ist eine super Idee. Danke für den Stream, danke fürs dabei sein. Willst du aufs Klo? Sollen wir einen Counter starten? Nein, nein. Ich will nicht aufs Klo. Und müsst keinen Counter starten. Tschüss. Tschüss. Nee, nee. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Dienstag, der 7. In 5 Tagen erst. Krass. Morgen bin ich unterwegs, Samstag bin ich Sonntag unterwegs, Montag ist nach der Arbeit Game of Thrones gucken. Ja, und dann Dienstag spielen wir weiter dieses wunderschöne Spiel Trüberbrook. Paar Nudeln in den Mund. Gut, wenn wir schon dabei sind. Auf Wiedersehen, Herr Thanos. Auf Wiedersehen, Sache. Oh, gleich mehrere Nudeln. Na, Spaghettis mit Bolognese. Was denn sonst? Wir sehen dich ja im Vlog. Genau, ihr seht mich im Vlog und lest mich im Discord. Ne? Wie fanden Sie die Folge vom Montag dieser Woche? Richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, es sind zu wenig Späne gefallen. Also zu wenig Leute gestorben. Aber egal, das kommt bestimmt noch. Ich habe viel vorgespult. Und ja, es war ziemlich dunkel. Das war echt ätzend so ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber es hieß ja auch The Long Night. In Deutsch wahrscheinlich die lange Nacht oder so. Und in der Nacht ist es meistens dunkel. Ich auch, aber manche Situationen zu lang gezogen. Ja, das mit der Bibliothek oder in dieser... Ne, wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, aber wo Arya da durch diese Bücherei oder Bibliothek läuft, das fand ich zu lang. Ich hau dich, Thanis. Brienne und Tormund müssen doch für Nachwuchs noch Nachwuchs bekommen. Ich glaube, dazu kommt's nicht. Ich glaube nicht. Die sterben, glaube ich, beide. Ich meine, Brienne ist jetzt Ritter, die hat alles erreicht, die kann einen Löffel abgeben. Habe geweint, als Gandalf gestorben ist. Ja, ich auch. Ich auch. Und sorry, ich wollte nicht fies sein. Es gibt jetzt scheinbar World of Goo kostenlos. Richtig? Irgendwie habe ich hier gerade eine Info von Dings bekommen. Von Bums. Wo ist denn hier der Stor? Get a free game to play. World of Goo ist kostenlos. Stories Untold ist vom 16. Mai dann kostenlos. Na, dann nehmen wir das doch. Her damit. Für lau nehme ich das ab. Rinne meine Library. Richtig. Ich habe etwas mit Pippi im Auge wegen Brienne, als sie Ritter von oh mein Gott, gut, dass er Jamie wurde. Ich hoffe, ich habe nicht gespoilert. Ich werde mir sofort die rechte Hand abhacken. Alles klar. Beweisbilder bitte. Vom abgetrennten Handteil. Oh Mann. Na gut. Also.
Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag, ein wunderschönes langes Wochenende. Und ich habe hier Musik. Wo ist denn die? Luftschirm-Emote? Phone-It-Emote? Das ist doch Max' Lied, oder? Bis morgen? Nee, morgen bin ich in Hannover. Da kann ich nicht. Das ist euer Lied. Das ist Max und mein Lied. Weiß nicht, ob der Max das mit mir teilen möchte. Oke Finoke. Bis dann. Lütke, tschüss. Max, tschüss. Sarah, tschüss. Silence, tschüss. Und, haben wir noch jemanden vergessen? Shanghai, tschüss. Ich glaube, das war's. Mach's gut. Beim Lover. Nein. Auf Wiedersehen.